Unleash the beast. Aber ja, der gibt mir richtig Zucker. Der ist verdammt schnell, der Typ. Lass mal einsaufen. Oh, jetzt ist er sogar auf zwei Hand umgestiegen. Dann macht er richtig Aua. Und er macht halt eine miese Combo. Oh Mist, stirb du. Stirb! Und der hat mir nicht mal eine Sache fallen lassen. Nee, kriegst du erstmal einen Tritt von Kopf, du Affenkind, Alter. Ich muss, tritt dich erstmal durch die Ecke. Und der Drache macht mir halt mega Schiss. Okay. Cool, haben wir den. Meint, ich könnte jetzt. Ich gehe auch erst zum Feuer. Normalerweise lässt er halt Sachen fallen, aber ich glaube, nochmal töte ich den jetzt nicht. Da wird jetzt gezeigt, ich kann ihn töten, aber. Ja, ich nehme mit OBS auf. Ja, Vollbild, ja. Ich brauche aber eher Fenstermodus randlos, dass ich dann immer wieder auf meinem zweiten Bildschirm drauf scrollen kann. Und nicht immer das Spiel dann komplett closen muss oder beziehungsweise minimieren muss. Oh Leute, der wirft sogar mit irgendeiner Scheiße. Komm mal rein, Bengel, ey. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall kaputt gehauen. Jetzt haben wir hier unten den kaputt. Hier turnt nämlich noch einer rum. Ja, komm mal her. Oh Leute. Oh, da war noch einer hinter. Hinter mir, Alter. Mistsack. Ich hasse diese Typen, die sich verstecken. So. Alles klar, hier ging es glaube ich weiter. Aber hier will ich noch nicht lang. Hier will ich noch nicht lang. Ich will erst noch weiter nach unten. Hier unten. Hier war eine Leiter, genau. Und guck mal, da steht ein Kollege. Wenn wir ein bisschen Ärger haben. Zack. Oh Lord, der legt mich. So. Du Made. Du bist scheiße. So, kaputt haben wir gehauen. Die ist verschlossen. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Wo kriege ich jetzt den scheiß Schlüssel her? Ah, ich glaube, der hat eine Brandbombe in der Hand. Ja, hat er. Und das sind Explosionsfässer. Da hat er mich nämlich letzte Mal. Bei mir war ich auch schon mit dem Laptop. Aber ich meine, er hat mich nicht damit getroffen, aber beinahe wäre ich drauf reingefallen noch. Da steht wieder so ein fucking Golftyp. Was ist mit der Kamera manchmal los? Kann mir das mal jemand erklären? Kettenbrecher. Hier ist die Tür, aber die kriege ich nicht auf. Ja, bei Spielaufnahme hatte ich gerade das Problem gehabt. Da hat er mir nur ein weißes Bild angezeigt. Und nicht das Spiel irgendwie. Das fand ich gerade auch. Ich wollte ja eigentlich Spielaufnahme machen. Aber wie gesagt, mit dem weißen Bild konnte ich halt nichts machen. Wer ist er denn? Auf jeden Fall ist das auch verschlossen, ne? Gib mir hier irgendwo einen Schlüssel? Zu der Zelle? Das ist bestimmt so ein NPC. Für eine Quest. Okay, also hier können wir erstmal nichts machen. Dann muss ich erstmal einen Schlüssel finden. Irgendwie einen Zellenschlüssel oder so. Und den habe ich hier auch nicht übersehen. Oder? Nee. Ja, das hatte ich auch schon auf Dark Souls eingestellt gehabt. Aber wie gesagt, der hat mir dann nur ein weißes Bild angezeigt. Das fand ich ein bisschen eigenartig, deswegen habe ich dann Bildschirmaufnahme gemacht. Okay, also hier unten kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr weiter. Weil wir brauchen entweder einen Schlüssel oder einen Schlüssel. Na ja gut, dann gehen wir mal hoch. Hoppala. Hoch, habe ich gesagt. Ja. Ja, pass auf, wenn ich die Aufnahme mal ausmache, dann zeige ich dir das gleich. Wie gesagt, bei mir ging es gerade nicht. Der hat mir nur Dings angezeigt, ein weißes Bild. Warum beten die den Drachen an? Und warum sind. Und wo kommt er her? Und warum sind hier zwei Drachen tot und der eine lebt? Der ist übel, ne?
Na, der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Okay. Ich glaube, ich lasse die, die hier beten, lasse ich in Ruhe. Weil da habe ich oh fuck, der flippt aus. Hochklettern, hochklettern. Komm. Das Vieh meinte ich. Da habe ich mega Schiss drauf. Viel weiter bin ich dann aber auch noch nicht gekommen von der Aufnahme. Aua. Diese Scheißvieh ist nämlich richtig übel, ey. Der hat mich auf dem Laptop, hat er mich richtig zermürbt, das Mistvieh. So, die sind RIP, oder? Ne, der noch nicht. Der auch noch nicht. Und der noch nicht. Okay. So, laufen wir mal weiter hier rüber über das Dach. Ich hab, glaube ich, das nächste Feuer. Oh, da hast du eine Krabbe. Oh, nice, ich hab sie gekriegt. Geil. Große Seelen und irgendein Kruderstein. Geil. So, dann müssen wir jetzt hier runterlaufen. Klettern. Zack. Ah, und hier war ein mieser Ritter drin. Da ist noch so eine. So. Okay, die haben wir. So, und jetzt hört das so langsam auf, weil viel weiter habe ich nicht gespielt. Jetzt muss ich wirklich gucken, wo ich hin muss. Dark Souls ist auf jeden Fall immer noch eins der schwersten Spiele. Also soweit ich weiß, definitiv. Und daran kommt eigentlich nur noch Bloodborne. Also Dark Souls Reihe, Bloodborne und dann Nioh ist noch so eins. So ein Spiel, was verdammt schwer ist. Aua. Ich hab nur noch. Ich hab keinen Estus-Flakon mehr. Oh, was? Was? Da haut er mich einfach mit seinem Schild. Aua. Okay, ich bin weg. Ja, ich hab's mir gedacht. 4000 Seelen, fuck. Ja, man, Bloodborne habe ich richtig gerne gespielt, richtig durchgesuchtet. Ich habe da 7-mal durchgespielt. Ist auch als Let's Play schon fertig. Und ich glaube, ich werde es auch demnächst nochmal zocken. Aber jetzt muss ich wieder gucken, wie ich den Weg zurückfinde. Ah, Mann, ey. Ja, lande noch langsamer. So, dann haben wir. Ey, der hat mir fallen gelassen. Ich habe 7-mal durchgespielt, weil ich mir andere Charakter gemacht habe, andere Builds quasi, mit anderen Waffen gespielt habe. Und ich versucht habe immer mal die Questline zu bekommen. Aber die Questline habe ich irgendwie nie geschafft. Guck mal, jetzt gibt mir so ein kleines Scheißvieh hier. Ja, genau, der blockt hinten. Gib mir so viel Zucker. Oder diesmal mal aufgehalten, bevor der sich verwandeln kann. Weil nochmal gegen das fette Vieh habe ich keinen Bock drauf. So. Die Krabbe brauchen wir nicht mehr holen. Die hatten wir ja schon gehabt. Das Item da hatten wir auch schon gehabt. Warum bin ich jetzt trotzdem wieder so low? War das jetzt wegen dem Fall? Holy shit. Ja, ich habe eine E-Zigarette. Eine Alien Smoke habe ich.
Hoppa. Ja, machen wir erstmal den hier kaputt. Hoppa. Und machen wir den hier kaputt. Leute, den anderen haben wir ordentlich mitgegeben. Geil. So, hau ich jetzt den Ritter kaputt und gehe da lang oder gehe ich woanders lang? Das ist ja immer das Gute an Dark Souls, man hat ja immer mehrere Wege. Wo ist mit der, Alter? Mit dem. So. Hier war ich überall schon mal. Okay, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Also das Gebiet hatte ich zwar schon mal fast fertig gehabt, aber das heißt ja nichts, ne? So, der ist RIP. Untotenjäger-Amulett. Was ist das denn? Untotenjäger-Amulett, da. Blockiert. Bedingt Estus Regeneration, okay. An dem habe ich mir letztes Mal auch schon die Zähne ausgebissen. Alles klar. Und der blockt halt so viel, ne? Alles klar, der hat mich damit getroffen. Freunde, bei dem weiß ich nicht, soll ich auf Range bleiben oder nicht. Jetzt habe ich nämlich schon wieder keine Heilung mehr. Und keine Ausdauer mehr. Ja, genau. Ja, der macht mich wieder kaputt. Oh, wow, der letzte Hit, Mann. Ich weiß auch nicht, wo das nächste Feuer ist. Ob ich dann den Dings vielleicht erst kloppen sollte. Ja, Ausdauer ist schon arg gering. Ich sag mal, Dark Souls ist auch ziemlich unbarmherzig, wenn es darum geht, aufs Maul zu kassieren. Weil bei Bloodborne hattest du wenigstens noch diesen Refund-Effekt. Oh Mann, nee, der ist mit seinem scheiß Schild, ne? Der blockt einfach alles komplett weg, ne? Oh, was? Warum konnte ich den jetzt nicht boxen? Oh, geht doch. Du Stück Scheiße, du mieses Stück Dreck, du. Oh, geil. Der hat schöne Handschuhe gelassen. Habe ich da eigentlich, was ist das? Wie stark ist das Ding? FB-Kosten, Schaltung, Haltung, Dolch. Wo ist der Damage? Da, physisch. Physisch 110 plus 15. Oh. Na ja, gut, kritisch, ne? Achso, das ist Blocken. Na, der hat mehr Crit, aber wesentlich weniger Schaden. Aber egal, wir lassen den erstmal. Na, jetzt habe ich halt. Achso, ich wollte die Dings gucken. Was? Da. Ein bisschen schwerer, Robustheit. Oh, lol, die haben Max ein bisschen weniger nur. Wie lege ich die nochmal an? Da, Ausrüstung. Ah, okay. Ein bisschen mehr wenigstens. Auch wenn nicht viel, aber ein bisschen. So. Da unten läuft halt ein richtig dicker Typ rum. Den hört man die ganze Zeit schon rumstampfen. So, hier war ich letztes Mal noch nicht, also das ist jetzt Neuland für mich. Aber ich hab Schiss. Was geht, Junge? Vor allem, weil ich keine Heilung mehr hab. Oh, ein Breitschwert. Ist das besser? Langschwert, da ist ein Breitschwert. Oh ja, das ist besser. Geil. Ja, Mann. Breitschwert ist schon mal sehr schön. Erstmal eine neue Waffe. Am Start hier. Ich gehe dann. Ist das eine Kiste zum Aufmachen? Jo. Geil. Was ist denn das? Silberadler Langspitzschild. Okay. Schauen wir uns mal an. Das ist besser. Naja, zumindest bei physisch. Na gut, bei physisch hatte dasselbe.
Der Rest ist alles an sich ein bisschen schlechter und das Gewicht ist halt höher. Da muss ich halt noch ein bisschen aufpassen. So, den haben wir mal ein bisschen penetriert von hinten. Okay, ich habe jetzt Brandbomben. Wie kann ich die auswählen? Werkzeuggürtel. Wechseln, nein. Entfernen. 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 Und wie kann ich jetzt hinzufügen? Das ist halt kacke. Warum ist das eine Plazy? Ah, guck mal. So, jetzt haben wir sie. Oh, shit. Achso, ich muss ja R drücken. Schade. Hast du nicht getroffen? Ich treffe die da unten nicht. Doch, jetzt. Will der jetzt hier hochkommen und Stress? Jo, Tatsache. Der läuft ein bisschen hoch. Geil. Wo ist er? Komm her. Mistmade. So, okay. Wir machen jetzt die da unten noch ein bisschen kaputt. Und dann müssen wir gucken, wo wir ein nächstes Feuer finden. Scheiß drauf, ich gehe da jetzt runter. Komm her, Baba. Ja, komm. Ah, ist die Zähne ausgebissen? Ey, da kam noch einer aus dem Keller, das ist unfair. Der kommt direkt hier hin, Alter. Da kommt ein Hund. Wo? Da? Ja, Mann. Okay, die Hunde sind einfach. Boah, was? Haut der da so einen fetten Sprung raus, Alter? So, okay. Die Hütte war einfach. Kleine Titanitscheibe. Scherbe. Also gleich dann, wie gesagt, nicht wundern. Was haben wir hier? Oh, eine Äste-Scherbe. Geil, ich kann mir mein Dings weiter upgraden. Okay. Da ist da so ein Keller, wo noch was ist. Ein Gefängnisschlüssel, nice. Wir haben den Gefängnisschlüssel. Damit können wir uns jetzt den einen NPC da rausholen. Insofern wir... Guck mal, da oben ist noch eine Tür, da kommt man auch irgendwie. Insofern wir da lebend ankommen. Und da unten ist halt so ein richtiger Brecher. Vor dem habe ich auf jeden Fall auch ordentlich Schiss. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Soldaten sind, die aufstehen. Okay, pass auf. Wir gehen eben einmal zurück zum Feuer. Und gehen auch mal leveln. So, da war das. Da war der Weg. Wir gehen dann auch mal leveln. Und dann machen wir beim nächsten Mal. Gehen wir dann zu dem Typen mit dem, der in dem Gefängnis sitzt. Ja, aber nur kurz. Also ich mach den einmal aus und dann wieder an, damit dann YouTube checkt, dass ich auf YouTube nicht streamen möchte. Nur dafür mache ich den dann eben kurz einmal aus. So, also wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück zum Feuer. Gehen eben leveln. Und holen uns dann im nächsten Part dann den Typen aus dem Gefängnis. Und dann schauen wir mal, ob wir da unten weiterkommen. Dann wollen wir mal so langsam den Boss oder den ersten König mal aufs Maul hauen und dem mal wieder zeigen, wo sein Platz ist. Dass der auf seinem scheiß Thron sitzen soll, damit wir alle eine bessere Welt haben. Ne? Wow, 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 wow! Warum ist der Ritter hier unten? Ey, 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 ey! Weg, weg, weg! Verpisst euch, verpisst euch! Aber ich denke, dafür muss ich vorher auch irgendwie noch wissen, wie ich den Drachen da wegbekomme. Okay, der Ritter, der hat mir jetzt ganz schön ordentlich Angst eingejagt. So, Feuerbandschrein. Einmal zum Leveln.
Aber komisch ist trotzdem wieder, warum meine Alerts da nicht gehen. Weil der Chris Black, der hat mich auch jetzt gerade erst gefollowt. Also vielen Dank dafür nochmal, Chris. Und da kam auch keine Animation. Verstehe ich nicht. Na ja, egal. So, wir leveln jetzt einmal. Ja, ich will deine Dunkelheit berühren. Ja, so, wie viele Level haben wir? 1, 2, 3. Ne, 2. Oh Mann, ey. Jetzt wird das schon arg hart. Wir machen auf jeden Fall Konditionen. Da geht die Ausdauer nach oben. Und die Belastbarkeit. Damit ich mich noch trotzdem noch schnell bewegen kann. Ne, das war Kondition. Da, Belastbarkeit. So. Wobei, wir können wahrscheinlich noch mal ein Level absteigen, wenn wir jetzt, Dingens machen. Hier, Inventar. Wir haben ja so ein paar Seelen noch gefunden. Auswahl benutzen. Genau. Hier. Ja. Hoppala. So, haben wir die Seelen schon mal benutzt. Auswahl benutzen. Ja. Und das Ganze nochmal. So. Mehr haben wir nicht. Wir haben 3 Glutsteine. Die müssen wir gleich auch nochmal benutzen. Und wir können unseren Estus flattern. Ja, und das meine ich auch. Was? Warum mir die halt nicht angezeigt werden? Als Alert. Okay, wir haben einen Punkt noch. Na komm, den machen wir mit Vitalität. Warum die Alerts nicht angezeigt werden, verstehe ich nicht. Seitdem ich jetzt... Ich habe mir jetzt vor kurzem erst einen neuen PC geholt. Einen ganz guten. Also der war auf jeden Fall ganz schön teuer. Ich habe mir einen zusammengebaut. Warte. Ja, genau. Du bist der Schmied, okay, alles klar. Waffe reparieren, Estos zuwenden. Machen wir das so erstmal. Und dann Estus verstärken. Verstärkt Estus Flakons erhöhte Nutzungsanzahl. Genau. Was hat er da jetzt gemacht? Weiß ich nicht. So, jetzt habe ich 5. Hat er das denn jetzt so benutzt? Also, jetzt muss ich glaube ich erst zum Lagerfeuer. Weil ich habe immer noch 3 und theoretisch stand da ja gerade 5. Ah, jetzt okay. Okay, Leute, pass auf, wir machen jetzt folgende. Wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut. Und dann gehen wir in dem nächsten Part, gehen wir zu dem Typen, der in dem Gefängnis sitzt. Und dann gucken wir mal, was der erzählt und ob der Freund oder Feind ist. Wissen wir ja noch gar nicht. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.